Was? Ah, du hast das gestoppt, oder was? Ja, da ist ein Knopf, ich kann das umdrehen. Ah, sehr, sehr schön. Cool. Moment, bin gleich da. Go, Simon. Ja, bin unterwegs. Okay, wir fahren wieder. Du kannst den Knopf nochmal drücken. Bleib gefälligst hier. Müssen wir wieder warten eine Weile, bis wir wieder losfahren können. Wow, der kann gut werfen. So, der hat unten Spaß. Wir können eigentlich hier auch Deathrap reiten. Das Vieh kann auch fliegen. Siehst du diese Lunarversorgungsschutz? Wir müssen einen Lunarversorgungstransmitter stehlen und die Mondbasis dazu bringen, dir eine unkalibrierte Schnellreiseeinheit zu schicken. Damit kannst du Sanctuary wieder ins Schnellreisenetzwerk einspeisen. Yo! Hi! Oder auch nicht. Fuck, was ist das, Alter? Constructor, gegen die Dinge haben wir schon mal gekämpft. Das ist scheiße, ja, stimmt. Gegen einen nach. Fuck, das stimmt. Wurzeln bauen, hallo. Oh, komm, dann krieg ich. Komm, 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 please. Wow, ich wollte eigentlich einfach nicht beiden wiederbeleben, was tue ich? Gerade. Hallo, ich will E drücken. Ja, ich bin down. Ah! Wenn er mich nicht E drücken lässt, ne? Passt. Muss ich jetzt einfach so wieder rüber über diesen Fluss. Achso, du hättest jetzt einfach auch über die Brücke gehen können. Ja, gut. Achtung, Hyperion-Roboter. Nachschublieferungen, die bei Thrasher-Angriffen verloren gehen, werden euch... Necromancer-Mod. Oh, endlich wo? Da. Wieso kann ich den nicht ausrüsten? The fuck? Was, Level 17? Okay. Na dann. Weiß ich immer noch ein bisschen was. Ja, weiß ich nicht, so wirklich gut wirken die Glasmods momentan nicht. Ach was. Hyperion-Maschinen wird dringend davon abgeraten, der Thrasher-Population als Nahrung zu dienen. Hi, Thrasher. Nicht den Ernst. Hat dieser Thrasher gerade den Transmitter gefressen? Den musst du zurückholen. Ja, was denn? Okay. Das Vieh ist ein bisschen OP. Minimal. Bleib halt nicht in dem Kampf, in der Kampfreichweite stehen, vielleicht. Das schaut ganz nur. Tut mir leid. Egal. Kill das jetzt. Bist du? Da hinten bist du. Danke. Rechts geht über entferntes Wiederbeleben, ne? Ja. Dank der Bergbauaktivitäten von Hyperion leiden die Einwohner dort alle unter Schädelfrost. Sie werden uns nicht stören. Schädelfrost? Aha.
Gott, diese Waffe, ja, Konstantin. Keinen Plan, wie wir Jack aufhalten wollen, aber wenig. Ja. Waffe ist super. Ist grausig. Leider. Leider ist sie zu gut. Das ist es, was ich an euch Schuften nicht kapiere. Ihr wisst, dass der Held immer gewinnt, aber ihr wollt einfach nicht brav verrecken. Mann, zum Beispiel dieser Kerl in New Haven, ja? Die Stadt brennt, Menschen sterben, wow. Bla 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 bla. Und der Typ greift. Das sieht cool aus. Mit einem Löffel. Da ist ein Catch Right Station. Damit aus dem Kopf. Und seine Kinder, alle so. Viel zu friedlich sieht das aus hier. Ach, jo. Können wir die Catch Right überhaupt nutzen? Können wir da reinfahren? Ja, klar. Nein, können wir nicht. Ich weiß nicht. Okay. Yo, was zur Hölle geht da ab? Was war das für eine Range? Fuck das Jab. Diese Physics. Die Banner, sie flattern. So. Ja, mein Gun Loader, vielen Dank. Clip. Oh, vielen Dank, Fuck Crap. Hey. Will nur helfen. Aber hilft ja nicht. Er hat mir bis jetzt so ziemlich jedes Mal, als ich mich hätte wiederbeleben können, den Kill geklaut. Ist ein lustiges Schrot. 88x5, naja. 88x5? Hm. Mir die geben, vielleicht kann ich die austauschen gegen die Nervwaffe. Ah, hier ist sie ja. Level 19, erster Gott. The fuck. Ja, gut, da habe ich nicht drauf geachtet. Braucht man nicht mehr mitnehmen. Ja noch so, sagen wir so, ich habe bestimmt noch irgendwo eine Waffe im Inventar, die ich dir geben könnte. Ein Shot, die. Wie es genau ist. Weißt du mal. Das ist ja schon klar mit dem Drecksding. Was? Lol. Okay. Was? Nein, 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 nein. Da kommen übrigens eine ganze Menge an Gegnern. Du lebst, ich bin down. Okay. Oh shit. Gut, einer weg, zwei weg, drei weg. Nope. Ah, wieder down. Die Scheiße ist, es geht immer schneller, bis dass man stirbt. Ach komm, scheiß drauf. Das war's. Hast du noch Leben? Okay, jetzt ja. Bis respawned, stimmt, das war verwirrend. Ja. Death Trap. Granate. Granaten klingt vernünftig, ja. Treffsicherheit ist sowieso überschätzt. Das sind schon ein paar. Verbrenne gerade und sterbe daran, an meinem Verbrennen, ja. Ja. Wenigstens stehe ich in deiner Ecke. Ich habe so den Eindruck, dass wir dezent unterleffelt sind. Right. Ja, sind wir. Fällt mir jetzt erst auf, warum sind wir unter Level? Sollen wir hier noch nicht sein? Möglich, vielleicht sind wir irgendwo zu schnell weg. Ich hätte mal wirklich als alle Nebenquests machen, kann das sein?
Vielleicht. Komme ich noch rechtzeitig hin? Nein. Für dich vielleicht schon. Okay, doch nicht. Schade. So close. Ah, kein Rad mehr. Machen wir jetzt vielleicht doch lieber erstmal eine Nebenmission. Wäre ganz gut, ja. Dann kann man hier theoretisch auch gut einfach aufhören. Also ja. Jetzt gleich quasi, nicht direkt erst, das ist unpraktisch. Ich wollte jetzt sagen, eben so gut ist das nicht. Mit dem ganzen Gemetzel drumherum. Ah. Aber mit dem Level 19 Battleslaughter zu besiegen, ist fast unmöglich für uns. Ja. Nein. Ich mach dem gerade gut Schaden, weil ich jetzt gerade mit meinem Raketenwerfer da reinballer, ja, aber. Da. Lebe. Danke. Raketenwerfer, ja, könnte ich auch nutzen. Da. Ja. Geld. Hätte ich jetzt, ja, wie auch immer. Nein, Simon! Lebe! Ja, danke. Ach man, keine Munition mehr. Ah. Ich bin gleich arm, ey. Ich hab hier verrecke. Okay, ich bin raus. Seid ihr wieder drin, oder wie? Ich bin gerade gestorben. Das ist gut, dann können wir mal woanders hingehen, ein bisschen was leveln oder so. Oh. Ja. Ja, wie gesagt, können wir das mit jedem Quest jetzt machen. Ja. Du wolltest mir noch irgendeine Waffe andrehen, vielleicht. Achso, richtig, ja. Du wolltest einen Shot haben, ne? Ja, möglichst genau, weißt du? Habe ich denn einen Shot? Das Problem. So ungenau. Genauigkeit 41 ist jetzt niedrig, ne? Ja, eigentlich ja. Aber besser als dieser Scheißtrick. Kommt drauf an, was sie für einen Schaden macht, ne? Moment. Ja. 1,6 mal 11. Okay. Hört sich gut an. Liegt da. Das sieht ziemlich gut aus. Und mir ist gerade schon wieder aufgefallen, dass mir die Stimme von Gage unglaublich bekannt vorkommt. Ich habe das auch schon mal nachgeschaut, ich weiß. Mhm. Aber war nix, oder? Doch, ich glaube schon, aber es kommt, ich komme nicht mehr drauf. Ich habe es nur gerade gehört, als dieses Bitte was Gutes kam, weil das einfach. Jetzt bist du natürlich leise plötzlich, ne? Was soll ich noch sagen? Ja, keine Ahnung, sonst labern die Charaktere, wie er zum Beispiel, ständig irgendeinen Scheiß. Keine Ahnung, bring deinen Charakter irgendwas zu sagen. Ja. Nicht dich. Oh. Ihr habt was gesagt. Ja, jetzt hast du nicht zugehört, ne? Nee, das war nur ein. Oh. Die will niemand haben, ne? Geht nach unten hin. Ja, die will niemand haben. Ich habe meine eingelagert, das reicht. Ich kann die einfach verkaufen. Eben. Forthing Creek Mill. Okay. Keine Ahnung, man braucht eigentlich gar nicht so viel Geld hier in dem Spiel, ne? Woher rennst du eigentlich gerade? Ich guck mir die Mühle hier gerade mal an. Hm. Man hat nicht viel, wofür man es ausgeben kann. Ja, doch. Wenn man wieder in nicht Elysian, Sanctuary ist. Hast die ganzen Sachen, wo du Geld für ausgeben kannst. Aber ist auch nicht so viel. Da sind Kisten drin.
Und ich höre auch, was für Kisten das sind. Aber ich bin gerade in diese Schlucht reingefallen. Ich sehe es, mit den Überfallstalkern. Auch hier überlevelt. Ah. Aber hier kommt man wieder so wieder raus, okay. Müssen wir auf die letzte Map zurück anscheinend. Ja, um wieder an die Quest ranzukommen, logischerweise schon. Ja, nee, ich hätte gedacht, dass hier vielleicht irgendwo ein Bereich ist, wo weniger starke Gegner sind. Gibt's letzterweise. Ja, aber das ist ja der extra für das neue Dingsbereich ausgelegt wurde und so. Naja, ja. Wow. Was machst du denn? Geh mal einfach zum Tunnel, ne? Zum Tor. Ja, ja. Ich weiß noch nicht, wo wir hingehen sollen. Oh, okay. Geht ja nur eine Richtung, stimmt. Jo. Ja, kein Schnellreiseportal. Die Waffe sieht seltsam aus. Wie Öl auf Wasser. So, haben wir hier irgendwelche Nebenquests, die halbwegs vom Level her passen würden? Nicht wirklich, nö. Wir haben auch einige noch nicht angenommen, wie du vielleicht weißt. Ja, eben. Hätte sagen können, dass wir jetzt direkt irgendwas hätten, was wir uns dann nächstes Mal ansehen könnten, aber müssen dann anscheinend erstmal suchen. Was sinnvoll gewesen wäre, ist, wenn... Oh. Hm? Die Nebenquests sind alle in Sanctum. Sanctuary, ja. Das ist ja genau das Problem. Ja, müssen wir eben wieder hin zurück. Also, wo es Quest gibt, ist bei Sir Hammerlock. Ja, aber der ist ein Sanctuary. Mittlerweile, ja, aber. Ansonsten das... in Tundra Express. Level 13, das dürfte vielleicht noch gehen. Zu Tiny Tina. Okay, haben wir irgendwo eine Schnellreisestation? Rennen wir zu Tina. Oder hören wir jetzt erstmal auf? Wir können jetzt auch aufhören, aber ich würde dann trotzdem gern irgendwo dann mal hinkommen. Lass uns entscheiden, was wir tun. Ja, Nebenquests. Oder halt leveln auf jeden Fall, aber nicht mehr jetzt, weil ich langsam echt Kopfschmerzen und bin leidig. Ich möchte einfach irgendwo hinkommen und dann da aufhören. Ganz so mitten im Nirgendwo. Schnellreisestation, so. Loader, bitte erst in den Selbstmordmodus wechseln, wenn warum gehst du nicht an? Abstand zu ach, egal. Was? Die Schnellreisestation ist nicht angegangen. War nur eine. Achso, ja, okay, ja. Respawn. Ja, ja, ja. Die sehen sich so ähnlich. Böse. Weiter so, Roboter. Ihr arbeitet zufriedenstellend. So viel Geld. So viel Granaten. Mhm. So, hier ging es raus, meine ich, ne? Diese drei Gebote der Roboter sind auch geklaut, ne? Was? Auch eine Anspielung wieder. Ja, ja. Wie heißt denn das hässliche Film nochmal? Oh, gosh. Ganzes Spiel ist eine Anspielung. Nee, also. Es ist kein Film, die gibt's wirklich, diese Robotergesetze. Ja, klar. Und es gibt auch einen tollen Film. Auch
auch so künstliche Intelligenz mäßig und so. Aber sehr realistisch gehalten. Das Einzige, was mir einfällt, wäre iRobot oder wie auch immer das hieß. Mag sein, dass das das ist sogar. With Mister. So, wo war Tina nochmal? Nee, das ist nicht. Da voll beschissen, der Film. Was denn, müssen wir jetzt hin? Hatte ich doch eben noch. Lass mich mal schauen. Tundra Express, da ist er. Ist bei mir nicht entdeckt. What the fuck? Naja, egal. Tundra Express sollten wir aber hin, oder? Naja, richtig. Okay. So, und dann war Tina in irgendeinem Stein drin. Ja, in dem da. Ihr interessiert mich nicht. Natürlich ist es eben doppelt doof, dass wir in den Bereich skillen müssen, wo wir die ganzen Nebenquests nicht annehmen können. Ja. Hätten wir mal aufpassen müssen als Entwickler. Zitze. Nö, hat man Pech gehabt als Spieler. What the fuck? Simon? Ja? Ich glaube auf die Schnauze, wenn du nochmal über so ein Ding rennst. Wieso? Weil mich das gerade fast umgebracht hat. Kleiner Fröbel. Sind wir immer noch da. Oh, sie hat eine Quest. Hey, yo, du kannst was für mich erledigen, Freund. Hi. Ich hab nen Job für dich. Alles klar, Keule? Hab ne voll wichtige Teeparty. Aber mein Date ist nicht aufgetaucht. Und ohne Begleitung siehst du mich auf keiner Party. Vergiss es! Sein Name ist Sir Reginald von Bartlesby. Ein hiesiger Aristokrat und Kunsthändler. Ich glaube, seine Mutter hat ihm verboten, mit mir zu sprechen. Du wirst sie überreden, ihn in meine Obhut zu geben. Okay. Und mit diesen überhaupt nicht verstörenden Worten beenden wir. Ja, dann ciao. Ciao.